Ich will bei Ihnen bleiben. Ich fühle mich woanders nicht sicher. Du kannst nicht bei mir bleiben. Warum nicht? Weil du 14 Jahre alt bist. Wo hast du bloß deinen Verstand? Ich weiß, wie alt ich bin. Was hat es damit zu tun? Diese Leute wissen auch, dass ich 14 Jahre alt bin und versuchen trotzdem, mich zu töten. Ich versuche, dich zu beschützen. Nein, das tun sie nicht. Sie versuchen, mich loszuwerden. Es ist ihnen doch scheißegal, wie es mir geht. Ich bin für sie kein Mensch, sondern nur ein Fall, eine Nummer. Ihnen ist ihr eigenes Leben scheißegal. Wie kann ihnen meins irgendwas bedeuten? Gut, wir haben ein Zimmer für Sie. Es wird gerade hergerichtet. Sie wissen, ich würde das nicht tun, wenn es kein Notfall wäre. Können Sie mir mehr sagen, als Sie schon getan haben? Lieber nicht, Mutter. Glauben Sie mir, es ist so schlimm, wie ich sagte. Was ist denn? Was? Wer wird sich um mich kümmern? Jemand wird sich um dich kümmern. Jemand? Wer ist jemand? Ich weiß nicht. Ist es, weil ich gemein zu Ihnen war? Kann ich deshalb nicht bei Ihnen bleiben? Damit hat es nichts zu tun. Aber ich werde nicht mehr gemein sein, das verspreche ich. Bitte lassen Sie mich bei Ihnen bleiben. Ich werde still sein, ich werde nie wieder das letzte Wort haben. Ich weiß nicht, wie man nett ist. Das hat mir nie jemand beigebracht. Strafen Sie mich nicht dafür. Ich bestrafe dich nicht. Dann lassen Sie mich bei Ihnen bleiben. Das geht nicht. Halt sie fest. Nein. Joe, halt sie fest. Nein! Es ist alles okay. Ich werde mich um dich kümmern. Es ist alles in Ordnung. Es wird alles gut werden. Das nicht. Du bist wie meine Kleine, weißt du? Du bist wie meine eigene kleine Tochter. Ich werde mich um dich kümmern, wie um nichts anderes in der Welt. Ich bin nicht nur ein Ersatz, oder? Ich meine, sie wollen mich haben, so wie ich bin. Ja, genau so. Du bist einzigartig, glaub mir. Komm mit, mein Kind. Sie kommen wieder und holen mich ab. Ich komme wieder. Das wird mal mein Vater sein. Verschwinde hier! Ah.
Ah!